Und willkommen zurück zu WWE 2K15 Showcase Mode. In der letzten Folge haben wir die Hall of Pain Show, den Hall of Pain Showcase beendet. Und das heißt, es wird Zeit, den Path of the Warrior Showcase zu beginnen. 8 Matches in der WWE Karriere des Ultimate Warriors. Dann mal los! Intercontinental Champion, and in his arrogance, he would make an ill-fated challenge going into 1988 SummerSlam. Ja, das ist unser Match, SummerSlam 1988, der Honky Tonk Man gegen den Ultimate Warrior. Also, jetzt habe ich schon gesagt, scheiße. Ich habe ganz vergessen. Also, eigentlich war das Match ja geplant, dass es Honky Tonk Man vs. Brutus the Barber Beefcake ist. Beefcake war aber zu dem Zeitpunkt verletzt und konnte beim SummerSlam nicht antreten. Deswegen gibt's das, was wir gleich sehen werden, eine Open Challenge, die Mr. Warrior beantwortet hat. Und, um den Titel natürlich. Ja, Honky Tonk Man sieht glücklich aus. So glücklich, wie man nur sein kann. Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, wer rauskommt. So, super. Ah. Da beginnt das Match auch schon, ja. Schläge, Body Slam. Der Warrior fängt gut an. Ich habe das Gefühl, das wird kein langes Match. Shoulderblock, ja. Oh, und der Big Splash. Ja, 1, 2, 3. Ja. War doch ein tolles Match, ne? Ja. Es gibt das Path of the Warrior Showcase ist berühmt berüchtigt für zwei sehr kurze Matches. Das war das erste. Das das ist halt nur ein Quicktime-Event. Und schon ist das Match vorbei und das andere Match ist halt auch nur ein Quicktime-Event. Also, da hat man nicht viel von. Eins beendet, noch 7 Matches übrig. Ja. Ein bisschen Text zum nächsten Match von Ultimate Warrior, aber das werde ich gekonnt ignorieren.
aus dem guten Grund, da wir das in der nächsten Folge machen werden. Mittlerweile ist das ja schon ein Running Gag, glaube ich schon. Und in der nächsten Folge, dann sehen wir The Ultimate Warrior vs. Andre the Giant von Saturday Night's Main Event 24 vom 25. November 1989 aus Topeka, Kentucky? Ja. WWE Intercontinental Championship. Warrior bekämpft Andre the Giant. Warrior bekämpft Andre the Giant bei Saturday Night's Main Event. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, keine lange Folge. Es wird nochmal so eine kurze kommen. In diesem Showcase. Aber ja. Ich sag mal so, das Match wird definitiv etwas länger. Hoffentlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.